Servus Freunde, grüß Gott und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Mod-Vorstellung, Freunde. Wir haben hier vom Lindbepp Wilson Getreidetrailer ein Paket bestehend aus verschiedenen Trailern. Wir haben hier richtig fette Trailer, ich muss ehrlicherweise wirklich gestehen, ich habe mir letztens solche Trailer gewünscht, zumindest von der Kapazitätsgröße. Ja, wir haben hier verschiedene Typen, wir haben hier Kapazitäten von ca. 49.000 Liter, 42.000 und die kleinen haben dann nur 22.900 Liter. Es gibt verschiedene Typen, es gibt Tandem, es gibt hier lange, kurze und so weiter und so fort. Es gibt hier eigentlich nichts, was es nicht gibt. Es gibt hier diesen Dolly, der mir persönlich auch sehr gut gefällt mit dieser Feder. Das schaut schon super aus. Gibt es nichts. Hier gibt es vielleicht nur kleine Fehler oder auch nicht. Das muss man halt da einhängen, je nachdem, ob man es angehängt hat oder nicht. Auch kann man schön hier mit diesen langen, kann man auch wirklich schön zwar zusammenhängen. Ich schaue jetzt nochmal kurz, ob mir das gelingt oder auch nicht. Was ich betonen möchte, Freunde, ist folgendes. Nämlich, wir haben hier jetzt stellenweise von den Texturen und nur von den Texturen her, und das möchte folgendermaßen auch optisch hier ansprechen, die Sticker gefallen mir nicht und vor allen Dingen sind die Sticker zu viel. Weiß nicht, ist das normal so bei den Wilson-Trailer, dass hier so viele Sticker und vor allen Dingen immer das gleiche draufsteht? Ich habe keine Ahnung, deswegen lassen wir es einfach mal so stehen. Schauen wir mal. Ah, okay, die Dinger kann man unten, oh, das ist ja mal geil. Da mal hier mal normale, schauen wir mal rein, was wir überhaupt laden können. Hier steht es nämlich schon auf Englisch. Schauen wir mal, ob es hier auf Deutsch steht. Im Shop steht es geschrieben, steht es nicht, aber hier kann man schon sehen. Die 42.000 Liter, wenn man mal ganz drüben anfängt, die 41.000 Liter in verschiedenen Größen. Hier hat man einen Kaufpreis dabei, den finde ich sehr, sehr günstig, muss ich auch dazu sagen. Hier hat man nochmal die 42.000 Liter und hier hat man dann dementsprechend die 22.900 Liter, beziehungsweise aha, das sind nur die tolle, okay, perfekt. Das sind halt schöne Bilder, die gefallen mir schon sehr gut. Dieses Schwarz und Weiß gefällt mir persönlich auch sehr gut. Wir haben hier Weizenraps, Mais, Gerste und noch ein paar Multifruchtgeschichten. Das ist auch dabei. Es gibt hier zum Beispiel, da musst du aber dich schon dran gewöhnen hier. Aber schaut mal, was das für ein fettes Gespann ist. Das ist ja hier der Oberscheiß, oder? Finde ich persönlich schon ganz gut, dass das hier so ein dickes Gespann ist. Schön ist auch, oder beziehungsweise, wie soll ich sagen, strange ist es eigentlich, dass da innen getrennt ist, aber es dürfte nur so eine Trennwand sein. Das müsste man sich nochmal genauer anschauen. Was haben wir hier an Beleuchtung, Freunde? Warnblinker, Blinker, das passt alles. Rückfahrlicht haben wir nur vorne beim LKW. Okay, hier gibt es einfach kein Rückfahrlicht. Und wir befüllen und befüllen. Und was man auch sehen kann an der Seite ist die Plane, die werden wir nachher erst dementsprechend noch an uns anschauen. So, wir haben hier die 49.334 Liter. Mit der Taste N können wir hier die Plane auf- und zumachen. Das ist schon mal sehr schön. Und abgekippt oder entleert wird das Ganze durch den Boden. Das haben wir schon gesehen. Zumindest optisch. Schauen wir mal, ob das auch wirklich so ist und schauen wir mal, wie lange es der braucht, bis er dann dementsprechend leer ist. Ich kann nur betonen, Freunde. Ah, geil, okay. Ah, das ist immer geil, das ist immer was anderes. Das gefällt mir ganz gut, dass das nicht immer gekippt wird, sondern einmal durch den Boden entleert wird. Das gefällt mir wirklich ganz gut. Also an das kann ich mich gewöhnen. Vor allen Dingen 49.000 Liter ist schon mal was, ist schon mal eine Menge hier. Also da kann man schon durchaus dementsprechend schon mal, man muss halt darauf achten, dass man die einsetzt, wo es auch wirklich passt. Also auf wirklichen kleinen Maps, Klettenberg zum Beispiel, könnte man die jetzt nicht wirklich gut vorstellen. Aber so macht da schon durchaus was her. Also nicht schlecht, nicht schlecht. Kartoffeln können wir nicht laden. Hier sieht man nur mal die verschiedenen Typen. Eigentlich recht schön in der Übersicht. Die kann man auch zusammenhängen. Dementsprechend kann man nachher auch hier eigene, kann man hier variieren. Also ich merke gerade, wenn ich die kleinen zusammenhänge, aber auch 46.000 Liter circa. Also das ist schon mal ganz gut möglich hier. Bin mir nur nicht sicher. Ich glaube, die sind nur, ich muss immer kurz testen, nicht, dass ich einen ganzen Spaß dazu jetzt. So, fahren wir dann mal einen Meter zurück und kaufen wir uns hier mal ganz fix, weil wir die Kohle haben und einfach mal die nur im Mod-Ordner haben. Springen wir da mal raus. Würde mich interessieren, ich glaube, die kann man nämlich gar nicht zusammenhängen. Ich glaube, die sind nur für den Traktor. Das schauen wir sich hier jetzt einmal ganz kurz an. Das interessiert mich nämlich brennend. Natürlich den Dolly, das ist ganz klar.
Aber ich glaube, ich habe vorher mal gedacht, ich kann es zusammenhängen, aber da bin ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Aber ich möchte es nur testen. Okay. Die sind halt ganz normale Drehschemel. Die haben aber einen geilen Wende, durch die lange Stange, kann man so sagen, wie es ist, hat man einen geilen Wenderadius. Also das ist schon mal richtig genial, muss ich sagen. Weil man eben hier einen tollen Wenderadius hat. Also das begrüße ich sehr. Also das muss ich wirklich sagen, das begrüße ich sehr. Das ist schön mitgedacht, da gibt es nichts zu meckern. Wie schaut es aus? Hier gibt es nur mal natürlich die Hinweise, dass wir die verschiedenen Fruchtsorten, Früchte nicht haben, ganz klar. Wir haben kein Multifrucht-Map, wir haben hier keine Sojabohnen, keine Sonnenblumen und so weiter und so fort. Das haben wir alles nicht, aber sonst fehlerfrei. Schön gemacht, schönes Ding, schöne Trailer. Gibt es nichts zu meckern, außer diese Sticker, aber ja. Dafür, Sticker sind vielleicht nicht so geil, dafür sind die Beschriftungen ganz gut. Also von dem her, darf man da mal ein Auge zudrücken. Ich bedanke mich, wir sehen uns hoffentlich wieder beim nächsten Mal, beim nächsten Mod, wenn es wieder was gibt zum Präsentieren, werde ich es mir wieder anschauen. Bis dann, Freunde. Tschüss.